Ciao amici, ich freue mich mega auf das Rezept heute mit euch. Ich mache nämlich selber gemachte Capuns. Ich war dieses Jahr im Nationalpark in der Ferien in Graubünden. Und habe es dort gegessen als lokale Spezialität und es war einfach super gewesen. Capuns ist ja ein Arme-Leute-Gericht eigentlich, so frei nach dem Motto keine Zeit, kein Geld, Capuns. Und heute gehört es eigentlich schon fast eben zu den Spezialitäten, zu den Delikatessen. Es gibt x lokale Variationen, man kann es machen auf x verschiedene Arten. Darum, alles, was ich euch hier zeige, kann man auch ganz anders machen. Das ist nur ein Vorschlag. Ihr könnt auch einzelne Zutaten oder andere ersetzen. Es braucht eine ganze Reihe von Zutaten, aber das meiste hat man eh immer im Haus. 2 Eier, 1/2 Deziliter Milch vermischt mit 1/2 Deziliter Wasser, 1/2 Liter Gemüsebouillon, 200 Gramm Mehl, frisch geriebenen Bergkäse, etwa 150 Gramm, 1/2 Teelöffel Salz, 1/2 Bund Peterli gehackt, 1 rote Zwiebel gehackt, 1 bisschen Anke, 1 Bündner Salsitz fein geschnitten, Speckwürfel und Brotwürfel von einem Brot vom Vortag. Zum Einwickeln von der Capuns brauchen wir natürlich von der Füllung brauchen wir Mangold. Ich habe hier so eine Mangold-Variante aus dem Garten. Es gibt x verschiedene Mangold-Sorten. Man kann auch Krautstiele nehmen oder einen starken Blattsalat. Es gibt unterschiedlichste Variationen. Für die Füllung tun wir zuerst Speckwürfel. Zusammen mit der Salsitz, der Zwiebeln und dem Brot etwa 3 Minuten lang andämpfen in der Bratpfanne. Das ist alles schön angedämpft. Jetzt rühre ich noch den Peterli drunter und nehme es dann sofort vom Herd. Ich mache weiter mit dem Teig. Dazu gebe ich das Mehl in eine Schüssel. Gebe Salz dazu. Jetzt vermische ich die 2 Eier mit 1/2 Deziliter Milch und 1/2 Deziliter Wasser. Die verquirlte Ei-Milch-Wassermischung gebe ich zum Mehl und zum Salz. Und jetzt verrühre ich das Ganze mit dem Kelli, bis es so einen Teig gibt, der leicht schaumt. Jetzt sehe ich, wenn ich im Teig rühre, dass er leichte Blätter wirft und das ist gut. Auf dem Herd habe ich jetzt eine Pfanne mit kochendem Salzwasser angesetzt. Und in diesem Salzwasser tue ich die Mangoldblätter maximal 1 Minute blanchieren. Ich nehme die Mangoldblätter raus und lasse sie auf einem Küchentuch antrocknen. Unsere Füllung ist fast fertig. Ich muss nur noch die Brot-, Zwiebeln-, Fleischmischung dazugeben. Jetzt nehme ich die blanchierten Blätter, tue das Gröbste vom Mittelstamm rausschneiden. Gebe von der Füllung drauf und mache ein schönes Päckchen. Das Ganze lege ich nachher in eine weite Pfanne. Ich könnte so in eine Gratinform geben und dann im Ofen machen. Aber weil in meinem Kochrezept so häufig der Backofen vorkommt, habe ich mich entschieden, ich mache es heute in die Pfanne. In die Pfanne gieße ich jetzt ein Gemüsebouillon und lasse das Ganze nachher knapp unterhalb vom Siedepunkt, bevor es anfängt zu kochen, zugedeckt ziehen auf dem Herd.
Man sieht, es blättert einzelne Stellen ganz fein, aber es kocht nicht richtig. Und genau so lasse ich es 10 Minuten lang ziehen. In der Zwischenzeit habe ich eine Platte bei 80 Grad im Ofen warm gestellt und darauf kann ich jetzt die Capuns anrichten. Ich bestreue die Capuns grosszügig mit Bergkäse. Und verteile noch etwas vom Thymian-Zitronenanken drüber. Jetzt kann man das bis zum Servieren im Ofen warm stellen oder es auch direkt so auf den Tisch. Es schmeckt wie in Graubünden. Ich habe mal einen angeschnitten, damit ihr schauen könnt, wie es innen aussieht. Wunderbar lustig. Das ist jetzt mein Mittag. Es geht sicher auch für die Nacht. Ich wünsche euch viel, viel Freude beim Nachbacken und merci, dass ihr zugeschaut habt. Ciao!